Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zum Grünen Sozialkongress live aus dem Bayerischen Landtag. Wie gern hätten wir Sie als Grüne Landtagsfraktion hier in der Herzkammer der Demokratie direkt vor Ort gerne begrüßt. Aber wir wissen ja alle, wir müssen gemeinsam diese Pandemie niederringen und deswegen können wir uns leider nur digital zusammenschalten. Darum sind wir hier Grüne vor Ort, alle frisch getestet, zum Glück negativ, halten Abstand und ich hoffe auch Sie daheim sitzen gesund und munter vor Ihren Endgeräten und gemeinsam können wir jetzt diesen Nachmittag lang darüber diskutieren und uns austauschen, wie wir die wichtigen sozialen Berufe weiter stärken können. Für uns Grüne ist klar, in sozialen Berufen arbeiten Expertinnen und Experten. Egal, ob es die Pflegefachkraft ist, die Erzieherin, die Hebamme, der Kinderpsychologe, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, sie alle haben eine umfangreiche Ausbildung genossen, sind Expertinnen und Experten in ihrem Gebiet und halten mit ihrem Wissen, ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung unser gemeinschaftliches Leben am Laufen und zusammen. Und deswegen sind wir als Grüne überzeugt, es ist endlich an der Zeit, dass die politischen Verantwortlichen im Bund und im Land die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, das langfristig gerne und gut tun können. Während andere gerne mal um 19 Uhr eine Runde klatschen für die Pflegefachkräfte, sagen wir Grüne, da braucht es eindeutig mehr. Bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem ein Anerkennen der Profession der sozialen Berufe, denn die ist das Kitt für unsere Gesellschaft. Als überzeugte Feministin ist mir übrigens noch was anderes wichtig. Sie alle wissen ja auch, in sozialen Berufen arbeiten zu 75% Frauen. Jetzt haben wir März 2021. Der März ist ja immer der sogenannte Frauenmonat, Internationaler Frauentag. Vor 2 Tagen haben wir den Equal Pay Day begangen. Und jedes Mal werde ich im März nochmal besonders ungeduldig. Denn es kann doch nicht sein, dass wir seit Jahren immer wieder darauf hinweisen, wie unfair, wie gemein und wie unmöglich es ist, dass Frauen für die gleichwertige Arbeit immer noch nicht den gleichen Lohn bekommen. Es macht mich wütend, wenn ich lese und höre, dass der Dienst an der Maschine oder am Computer teilweise besser vergütet wird wie der wichtige Dienst am Menschen. Und wenn Sie jetzt vor Ihren Bildschirmen genauso sagen, das stimmt, das wollen wir ändern, dann freuen wir uns als Grüne, weil dann sind wir schon mal nicht alleine, sondern haben viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter und vor allem haben wir was ganz Wichtiges in unserem Nacken, nämlich den Artikel 168 der Bayerischen Verfassung. Sie müssen jetzt nicht schnell googeln, was da genau steht. Ich lese es Ihnen vor, weil ich diese 2 Sätze so zentral und wunderschön finde, denn sie bringen das auf den Punkt, worum es uns Grünen geht. Artikel 168 der Bayerischen Verfassung. Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Da steht's. In unserer Bayerischen Verfassung, im Grundgesetz sind Frauenrechte ebenfalls stark verankert und deswegen ist es jetzt endlich an der Zeit, dass wir diese Werte der Verfassung auch zum Leben erwecken. Daran arbeiten wir Grüne, für echte Gleichberechtigung, für eine Aufwertung der sozialen Berufe und deswegen haben wir beispielsweise bei unserer Winterklausur 3 umfangreiche Konzepte in dem Bereich erarbeitet. Schauen Sie sich die gerne mal an und geben Sie uns gerne Rückmeldung. Ich darf ja Fraktionsvorsitzende dieser wunderbaren Fraktion sein. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin so unglaublich froh und dankbar, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe, die in der Sozialpolitik so unglaublich kompetent sind und mit ihrem Wissen die parlamentarische Arbeit hier bereichern und die CSU in dem Plenum und in den Ausschüssen regelmäßig zum Schwitzen bringen. Darum freue ich mich, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Sozialbereich heute mit uns zusammen diskutieren werden. Das ist zum einen Johannes Becher, unser Sprecher für frühkindliche Bildung,
Kerstin Zielina, unsere sozialpolitische Sprecherin, Thomas Gehring, der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Christina Haubrich, unsere Sprecherin für Gesundheitspolitik, Andreas Grahl, unser Sprecher für Pflegepolitik und Eva Lettenbauer, die auch Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen ist. Sie ist die Sprecherin für Frauen, Arbeitsmarktpolitik und Jugend. Sie sehen also, da ist geballte Kompetenz vorhanden in den Ausschüssen und in der Plenarsitzung. Aber das Schöne finde ich, dass all meine Kolleginnen und Kollegen auch Erfahrungen aus der Praxis mitbringen. Ich gebe Ihnen exemplarisch mal zwei Beispiele. Christina Haubrich ist gelernte Krankenpflegerin und Andreas Krahl ist ausgebildeter Intensivkrankenpfleger. Und er hat bisher immer in der sitzungsfreien Zeit in der Corona-Krise im Krankenhaus auf der Intensivstation mitgeholfen. Und lieber Andi, ich weiß, dass du gerade zuhörst und deinen Workshop schon vorbereitest. Wir als Grüne Landtagsfraktion sind dir so dankbar, dass du nicht nur im Parlament für bessere Pflegebedingungen kämpfst, sondern auch vor Ort mit anpackst. Sie sehen also, diese sechs Leute und ich, wir freuen uns auf diesen Nachmittag und wir freuen uns auf den Austausch und auf die Diskussion mit Ihnen. Wir haben über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier bei unserer digitalen Veranstaltung. Ich grüße Sie alle ganz herzlich und ich möchte im Namen meiner Fraktion stellvertretend für den Bereich Kitas und Kinderpflege die Frau Helfritsch, die Geschäftsführerin vom Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V., Frau Münderlein, sie ist die Vorständin des Evangelischen Kita-Verbands Bayern und Frau Hochschwarzer, Vorsitzende des Landesverbandes der Kindertagespflege in Bayern, begrüßen. Der Vorteil bei digitalen Veranstaltungen, es gibt keinen Zwischenapplaus, sondern der Applaus kommt hoffentlich von Ihnen dann auch daheim ganz am Ende, denn ich mache gleich weiter. Stellvertretend für die Pflege begrüße ich Frau Kiefer. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Berufspflegeverbands für Pflegeberufe. Stellvertretend für die soziale Arbeit begrüße ich den Herrn Rüsch. Er ist der Vorsitzende vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. Für die Gewerkschaften ist Frau Zach von Verdi mit dabei. Und von den Sozialverbänden bei uns hier in Bayern begrüße ich Herrn Meyer. Er ist der Geschäftsführer vom Kolping Bildungswerk München und Oberbayern. Den Herrn Herbert, der Stiftungsleiter vom Juliusspital Würzburg. Von München Grüße nach Würzburg. Den Herrn Spielmann, Stiftungsvorstand der Blindeninstitutstiftung und Herrn Erzgraber, der Landesgeschäftsführer vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und stellvertretend für die Grünen, die sich eingewählt haben, lieber Eike Halitzki, unser Landesvorsitzender, ist auch mit dabei. Ebenfalls ein herzliches Willkommen bei unserem Grünen Sozialkongress. Wir stellen uns jetzt alle den tosenden Applaus für die vielen tollen Leute vor und ich mache gleich mal weiter, nämlich mit den Erwartungen. Wir hatten als Grüne Landtagsfraktion ja Sie vorab gefragt, was Sie sich von diesem Kongress erhoffen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die meisten gesagt haben, sie schauen besonders auf den fachlichen Input und den Austausch. Da kann ich Ihnen versprechen, da wird heute einiges geboten sein. Und dass dann gleich an zweiter Stelle stand, dass sich alle mitdiskutieren wollen und ihre Ideen einbringen möchten. Und da haben wir im Vorbereitungsteam uns gedacht, genau das wollen wir auch. Denn wir als Grüne Landtagsfraktion sehen uns heute Nachmittag in der Rolle der Zuhörerin und des Zuhörers. Wir wollen von Ihnen wissen, wo drückt der Schuh? Was braucht es? Was erleben Sie tagtäglich in der Praxis und wie können wir Ihre Erfahrungen in die parlamentarische Arbeit hier in den Bayerischen Landtag hineintragen? Wir wollen also von Ihrer Kompetenz lernen und wir wollen für Sie so viel mehr als Beifall. Wir wollen nämlich die Rahmenbedingungen mit Ihnen zusammen ändern und deswegen trägt unser Kongress auch den schönen Titel Hashtag statt Beifall. Wenn Sie also posten, sharen, was auch immer Sie in diesen sozialen Netzwerken machen, benutzen Sie gerne diesen Hashtag, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. So, jetzt mag sich die eine oder andere denken, jetzt redet hier die Politikerin von Zuhören, aber redet selber schon ziemlich lang, da haben Sie absolut recht. Deswegen werde ich jetzt nur noch kurz den heutigen Nachmittag vorstellen und dann starten wir auch sofort.
Es beginnt nämlich gleich mit einem Input von dem hessischen Sozialminister Kai Klose. Er wird über die Bemühungen seines Bundeslandes zur Aufwertung sozialer Berufe sprechen und zeigen, was verantwortungsvolle Politik konkret verändern kann, um soziale Berufe aufzuwerten. Deswegen an dieser Stelle schon mal Grüße nach Wiesbaden von uns allen. Danach haben wir Frau Professorin Dr. Lisa Herzog von der Universität Groningen. Sie hat dort die Professur für Philosophie inne, zu Gast, auch live dazugeschaltet. Und sie wird darüber sprechen, was Arbeit sozial macht. Ich kenne Frau Herzog schon lange. Ihre Bücher sind absolut empfehlenswert und ich bin mir sicher, sie bereichert unseren Kongress mit Spitzenthesen und ganz viel Futter zum Nachdenken. Und deswegen, liebe Lisa Herzog, Grüße auch an dich und ein digitales Willkommen hier im Bayerischen Landtag. Nach den beiden Vorträgen werden wir eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Dazu können Sie dann auch gleich Fragen stellen, die ich dann mit aufnehme. Und danach werden wir in die Workshops wechseln. Meine Kolleginnen und Kollegen, die ich Ihnen schon vorgestellt habe, werden die moderieren. Das Prozedere erkläre ich dann kurz vorher nochmal. Und danach gibt es hier eine Abschlussrunde und anschließend ein schönes künstlerisches Highlight, nämlich ein Care Slam mit Yvonne Falkner. Und wer sich jetzt fragt, was genau ist das, lassen Sie sich überraschen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es wird ganz, ganz groß. Es gibt aber neben den Workshops natürlich noch andere Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Sie kennen das ja aus diesen Videoformaten. Sie können klatschen, Herzchen verteilen, Daumen hoch, Daumen runter, wenn Ihnen was besonders gut gefällt, was die Expertinnen und Experten sagen. Und ich möchte Sie auch noch mal besonders darauf hinweisen, nutzen Sie die Chat-Funktion. Stellen Sie Fragen, diskutieren Sie mit. Wir haben hier ein ganzes Team, was mitliest und mitkommentiert. Und die Dinge, die wir nicht schaffen, auf dieser Bühne zu beantworten, werden wir dann im Nachgang beantworten und Ihnen die Infos zukommen lassen. So, das war der Schnelldurchlauf durch den heutigen Nachmittag. Sie sehen, wir haben einiges vor. Ich freue mich drauf, ich hoffe Sie auch. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich mich schon ganz lange gefreut habe. Sie kennen das ja aus den Fernsehsendungen, wenn man immer so schaltet. Das darf ich jetzt auch machen. Schalte ab nach Hessen zu Kai Klose. Ja, liebe Katha, liebe Freundinnen und Freunde in München. Ich sage jetzt nicht in München douce bois oder so. Das kommt mir ein bisschen vor wie beim Eurovision Song Contest. Sondern bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Einladung, begrüße auch die vielen Gäste, die ihr heute eingeladen habt. Das hört sich total spannend an und ja, freue mich wirklich, dass ich Gelegenheit bekomme, mal ein bisschen vorzustellen, was wir hier in Hessen im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration in den letzten 2 Jahren in diesem Feld Grüne Politik für soziale Berufe eigentlich auf die Beine gestellt haben. Wir sind seit 2 Jahren hier im Haus und hatten und haben einen ehrgeizigen Fahrplan. Der ist natürlich im Moment ein bisschen durcheinander geraten, auch durch Corona, das ist klar, weil wir auch Gesundheitsministerium sind. Hier ist das alles unter einem Dach. In Bayern ist es ja in verschiedenen Ressorts. Aber trotzdem sind wir gut im Plan, gerade was die Politik für soziale Berufe angeht. Das Thema, was ihr gewählt habt, soziale Berufe richtig stärken, ich glaube, es könnte nicht aktueller sein als im Moment. Ich habe gesagt, das beschäftigt uns auch in Hessen schon länger und wahrscheinlich sind wir uns in der Runde, die jetzt hier zusammen ist, auch schnell darüber einig, wie hoch die Bedeutung der sozialen Berufe für unsere Gesellschaft insgesamt sind. Wir haben hier im Haus von der Familien über die Arbeit, die klassische Sozialabteilung, die Gesundheitsabteilung und die Integrationsabteilung überall jede Menge Berührungspunkte auch zum Thema soziale Berufe. Ich sage ja ganz oft, wir sind eigentlich das Ministerium für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und genauso verstehen wir uns auch und da spielen die sozialen Berufe naturgemäß eine besondere Rolle.
Sei es bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, beim Schutz von Hilfsbedürftigen vor Gefahren, wenn es darum geht, sich um die ältere Generation zu kümmern und natürlich auch, wenn es um Familien insgesamt geht, und zwar in ihrer ganzen Vielfalt. So betrachten wir jedenfalls Familienpolitik hier unter einem grünen Minister. Soziale Berufe sind insofern auch irgendwie mehr als eine Berufsgruppe. Sie erfüllen eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion. Wir alle waren und wir sind in jedem Alter auf die Menschen angewiesen, die diese Berufe ausüben, und damit auf professionelle Fachkräfte. Vielleicht darf ich den Exkurs zu Corona an der Stelle kurz schlagen. Natürlich, und deshalb ja auch euer Hashtag statt Beifall, spüren wir diese wichtige Funktion seit und mit Corona nochmal überdeutlich. Das berühmte Brennen, was schon so oft bemüht wurde, das zeigt ja wirklich die Bedeutung, aber auch die Funktion der Arbeitsfach- und Führungskräfte in dem sozialen Bereich, um überhaupt die Gesellschaft am Laufen zu halten. Und wenn ich darüber nachdenke, wie wir im letzten Frühjahr, als es darum ging, wie organisiert man eigentlich die sogenannte Notbetreuung in den Kitas, dann über diesen Listen brüteten und sich in jedem Land überlegt wurde, welche Berufsgruppen sollten eigentlich als erste Zugang bekommen zu dieser Notbetreuung, dann bist du sofort in dem Feld, über das wir heute sprechen, nämlich bei den sozialen Berufen, weil allen klar ist, ohne die Menschen, die diese Berufe ausüben, geht es einfach gar nicht. Und die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, die sind einfach grundnotwendig, damit diese Gesellschaft auch am Laufen gehalten werden kann. Das heißt, die ganze Bedeutung der sozialen Berufe für das Funktionieren wurde nochmal unterstrichen. Statt Beifall ist, wie gesagt, euer Hashtag. Es gab anfangs den Applaus von den Balkonen. Diese Euphorie hat dann irgendwann auch nachgelassen, aber sie wurde zumindest in Teilen auch durch Bund und Länder ergänzt oder auch monetär nochmal abgebildet, indem man die entsprechenden Boni ja gemacht hat. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir insgesamt eine deutlich bessere Wertschätzung der sozialen Berufe brauchen. Das will ich vor die Klammer ziehen, denn ein einmaliger Bonus ist natürlich kein Ersatz dafür, dass man systematisch auch an die Finanzierung dieser Berufsgruppen ran muss. Trotzdem glaube ich, es ist insgesamt klar geworden, gerade in diesem Jahr, wie wichtig diese Berufe sind, und die Wertschätzung für sie ist nochmal gestiegen. Und daran können wir, glaube ich, dann auch anknüpfen in der Zukunft, in der Folge, denn das ist eine große Chance. Und wir müssen dafür sorgen, und ich würde mir wünschen, dass Grüne das in besonderem Maße tun, dass das auch nicht wieder verloren geht, diese Erkenntnis, die die Gesellschaft insgesamt gehabt hat. Das heißt, es ist unsere politische Verantwortung, ideell, organisatorisch und auch finanziell dafür zu sorgen, dass die sozialen und pflegerischen Berufe eine gute Zukunft haben. Und ich will euch jetzt ein bisschen, euch und Ihnen ein bisschen vorstellen, was wir in Hessen dafür ganz aktiv machen. Jetzt können wir die zweite Folie zeigen. Das sind auch nicht mehr. Ich wollte nur ein bisschen auch eine Unterstützung sozusagen haben, damit klarer ist, wie unsere Struktur ist. Die Federführung in der hessischen Landesregierung für diese Aufgabe liegt hier im Ministerium für Soziales und Integration. Wir haben eine eigene Stabsstelle Fachkräftesicherung. Die gab es auch schon zuvor. Wir haben aber diese Stabsstelle nochmal ausgebaut mit Beginn dieser Legislaturperiode, und ich habe entschieden, dass wir einen eindeutigen Schwerpunkt in dieser Legislatur auf die Fachkräftesicherung in den sozialen Berufen
legen. Das war vorher sehr viel allgemeiner gefasst. Da ging es generell vor allem auch um die Anwerbung von ausländischen Fachkräften. Aber gerade aufgrund der Bedarfe, die wir in den Berufsgruppen haben, für die wir selber zuständig sind, haben wir gesagt, hier wollen wir in diesen 5 Jahren auf jeden Fall einen Schwerpunkt setzen. Klar ist, dass Fachkräftesicherung eine Daueraufgabe ist und dass das keine Aufgabe ist, der sich nur der Staat widmen kann, sondern sie geht genauso auch Partner in der Wirtschaft, die Gewerkschaften, im Gesundheitssektor, aber auch bei Kirchen und Kommunen an. Und deshalb haben wir das neue Bündnis Fachkräftesicherung gegründet im vergangenen Jahr. In diesem Bündnis sind insgesamt 4 Fokusgruppen aktiv. Einmal ist das Arbeiten im digitalen Wandel und im Handwerk. Dann ist es die Gruppe Internationalisierung und Vielfalt. Es ist die Kinder- und Jugendhilfe und Pflege und Gesundheit. Und in diesen Fokusgruppen werden ganz konkrete Vorschläge erarbeitet, wie dann auch der Bedarf an Fachkräften in den jeweiligen Bereichen gesichert und entwickelt werden kann. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir den Vorsitz dieses neuen Bündnisses Fachkräftesicherung teile mit dem Regionaldirektor der Bundesagentur für Arbeit, weil dadurch haben wir eine sehr, sehr schöne Verzahnung und haben sozusagen die Kompetenzen sowohl staatlicherseits als auch von der BA direkt gebündelt. Das Tolle an eurem Termin heute ist, gestern das Dachgremium dieses Bündnisses nochmal getagt oder erneut getagt und hat die bisherigen Ergebnisse beraten. Und unser Ziel ist, dass wir bis zum Herbst dann auch ein Papier hinkriegen, einen offiziellen Bündnisplan, wie wir uns gemeinsam diese neue Fachkräftesicherung in Hessen vorstellen. Klar ist, der Fachkräftemangel ist in sozialen und pflegerischen Berufen besonders hoch und wir müssen verschiedene Stellschrauben drehen, um junge Menschen für die Berufe zu begeistern, aber vielleicht auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder sogar vormalige Aussteigerinnen und Aussteiger aus den jeweiligen Berufen wieder zurückgewinnen zu können. Und ich will da vielleicht die unterschiedlichen Bereiche einmal durchgehen. Ich beginne mit dem Bereich Pflege und Gesundheit. Da setzen wir mit unterschiedlichen Maßnahmen an. Wir haben zum einen mit allen, die bei der Ausbildung in der Pflege eine wichtige Rolle spielen, einen eigenen Ausbildungspakt zur Umsetzung der generalistischen Ausbildung beschlossen. Die generalistische Ausbildung ist ja bundesweit fixiert und soll zu dem neuen Beruf Pflegefachfrau oder Pflegefachmann führen. Das heißt, die bisherigen Berufe aus der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sollen zusammengeführt werden unter der Überschrift pflegerische Versorgung in allen Lebensphasen. Und die Ausbildungsbetriebe und auch die Pflegeschulen bekommen dann zur Refinanzierung der Ausbildungskosten eine jährliche Pauschale, damit dort auch kein Geld mehr mitgebracht werden muss, sozusagen, um eine solche Ausbildung zu machen. Und ich glaube, ich kann zumindest vorsichtig sagen, dass ich das bisher in den Zahlen, die wir jetzt sehen, wo wir ja gerade beginnen, auch gut widerspiegelt. Es scheint also eine Attraktivität auch zu besitzen für Menschen, die eine Ausbildung beginnen. Ab dem 1. April, also in 2,5 Wochen, starten wir hier in Hessen außerdem mit unseren Fachkräftecamps. Damit unterstützen wir Arbeitgeber in dem Bereich Pflege und Gesundheit, aber auch bei der Kinder- und Jugendhilfe, bei der Nachwuchsgewinnung. Und da wollen wir dann sowohl in unseren Zentren, gerade auch im Rhein-Main-Gebiet, was ja in Hessen im Grunde das urbane Zentrum ist, als auch auf dem Land präsent sein. Das sind diese Fachkräftecamps sind im Grunde Berufsorientierungsworkshops, die auch die Kompetenz der jungen Menschen stärken sollen, um dann eine souveräne Jobentscheidung möglichst für einen der sozialen Berufe auch treffen zu können. Dann sehen wir natürlich weiterhin, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, neben der Nutzung der
Potenziale im Inland auch die Anwerbung von internationalen Fachkräften weiterhin als einen ganz wichtigen Baustein zur Fachkräftesicherung. Wir gründen oder sind gerade in der Gründung des Pflegequalifizierungszentrums Hessen, PQZ, das zur Aufgabe hat, Arbeitgeber ganz gezielt bei der Gewinnung von ausländischen Fachkräften zu unterstützen und auch dabei ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu stärken, dass ihre wirklich dauerhafte und gute Integration in Betrieb und Gesellschaft noch besser gelingt. Dann haben wir im Bereich Erzieherinnen und Erzieher einen großen Bedarf und der steigt auch weiter an. Und natürlich mit den Qualitätssteigerungsmaßnahmen, Stichwort Gute-Kita-Gesetz und das, was auch die Länder selbst noch auf den Weg gebracht haben, steigt der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern seit Jahren weiter an. Warum? Weil die Steigerung der Qualität ganz wesentlich davon abhängt, dass man den Fachkraft-Kind-Schlüssel natürlich weiter verbessert. Und wir wollen dazu beitragen, dass unsere Kinder weiter auch gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte haben, weil frühkindliche Bildung das Fundament für den weiteren Lebensweg bildet. Um das zu stärken, setzen wir in Hessen auf finanzielle Anreize. Wir investieren in die Qualität der Ausbildung. Wir wollen mehr Fachkräfte gewinnen und auch binden. Und einer der ganz wichtigen Bausteine dafür ist, dass die BerufsanfängerInnen und auch QuereinsteigerInnen von Anfang an, von Ausbildungsbeginn an auch eine Vergütung bekommen. Auch das ist ja ein Bereich, in dem das bisher eher mau geregelt war. Deshalb praxisintegrierte Ausbildung mit einer verkürzten Ausbildungszeit und einem Ausbildungsgehalt als noch attraktivere Alternative zur klassischen Erzieherausbildung. Hessen alleine finanziert an dieser Stelle nochmal 600 zusätzliche Plätze im Moment mit unserem Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher. Den Aufruf haben wir das erste Mal im Jahr 2020 gestartet und wir haben darauf mehr als 100 Anträge bekommen. Das heißt, dieses Programm ist quasi überbucht, mehr als 100% ausgeschöpft. Und so schaffen wir es, dass wir als Land die Plätze binnen eines Jahres verdreifachen können und auch und auch den kurzfristigen Ausstieg des Bundes aus der Ausbildungsfinanzierung. Das zeigt, wie wichtig das Modell ist. Wir haben uns entschieden, ab dem kommenden Schuljahr erneut 600 Plätze zu fördern. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Ich höre, dass ich über die Zeit bin. Sorry dafür. Neben diesen organisatorischen und finanziellen Anreizen wollen wir auch die Wahrnehmung der sozialen Berufe stärken. Deshalb haben wir eine eigene Werbe- und Image-Kampagne gestartet, die heißt 1000 Rollen, dein Job, findet man ganz leicht, wenn man sie googelt, um einfach klarzumachen, wie sieht eigentlich das Berufsbild der pädagogischen Fachkraft aus, wie abwechslungsreich ist es, wie viele gute Perspektiven sind drin und wie attraktiv sind diese Berufe tatsächlich. Das machen wir mit dieser Kampagne, die auch viel Anklang gefunden hat. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft in Zukunft noch mehr Menschen braucht, die in sozialen Berufen arbeiten. Talent, Klugheit, Empathie, eine gute Lehre, aber auch eine große Wertschätzung. Und daran müssen wir weiter auf allen Ebenen ansetzen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr euch in der Bayerischen Landtagsfraktion diesem Thema heute annehmt. Und ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Impulse aus Hessen beitragen. Vielen Dank. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Ja, lieber Kai, vielen, vielen Dank dir. Es war super spannend zu hören, was du konkret als Sozialminister in dem Bereich auch umsetzt. Und da sieht man mal wieder, wenn die verantwortungsvolle Politik Dinge verändern möchte, dann
kann das auch klappen. In der Hinsicht, Kai, tausend Dank, dass du dich herbeigeschaltet hast und wir ein bisschen aus der Regierungspraxis lernen durften. Und wir kommen jetzt von der Politikpraxis zur Universität. Ich hatte ja schon angekündigt, Frau Professorin Dr. Lisa Herzog wird den zweiten Input geben. Die schalten wir gleich herbei und sie rufe ich gerne nochmal auf der Website Fragen einzureichen an Kai Klose oder an Lisa Herzog. Wir haben am Schluss nochmal kurz Zeit, mit den beiden eine kleine Frage- und Antwortrunde zu machen. Aber jetzt erstmal digitale Bühne frei für Lisa Herzog. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Sie haben mich hier als Philosophin eingeladen und eine der Aufgaben der Philosophie ist es ja, die unterschwelligen Annahmen und die Bilder zu hinterfragen, die unsere soziale Ordnung prägen. Denn diese Annahmen und Bilder können sehr wirkmächtig sein, und zwar deswegen, weil sie bestimmen, was wir als natürlich und richtig betrachten und auch wer dann die Beweislast hat, wenn etwas kritisiert wird oder wenn Änderungen gefordert werden. Und in diesem kurzen Impuls hier will ich eines dieser Bilder diskutieren und damit einige der gegenwärtigen Vorstellungen und Praktiken hinterfragen. Und daraus dann auch einige Forderungen ableiten, wie soziale Arbeit in unserer Gesellschaft gesehen und organisiert werden sollte. Und einsteigen möchte ich dabei mit der Fiktion des autonomen Individuums. Sie kennen vielleicht die Figur des Homo economicus. Das ist ein Individuum, das in ökonomischen Theorien verwendet wird, um Marktprozesse, ökonomische Vorgänge zu modellieren. Und es hat sich inzwischen relativ weit herumgesprochen, dass dieser Homo economicus immer nach seinem eigenen Nutzen strebt und in der Regel ist es dann finanzieller Nutzen. Also der interessiert sich nicht dafür, ob die Arbeit an sich erfüllend ist oder Spaß macht oder eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erledigt wird, sondern nur dafür, ob damit Geld verdient werden kann. Was weniger oft diskutiert wird, das ist, dass der Homo economicus auch in einer anderen Hinsicht von echten Menschen abweicht. Er ist nämlich eben völlig autonom, so wie der vorgestellt wird. Der braucht keine Hilfe. Die Kindheit und Jugend und ein möglicherweise pflegebedürftiges Alter, das wird von den Modellen einfach ausgeblendet. Und es gibt auch keine Fragen danach, wie dieser Homo economicus all seine Alltagsbedürfnisse befriedigt, wer dem die Wäsche wäscht oder ob er zu pflegende Angehörige hat oder so. Und vielleicht ist Ihnen und euch jetzt aufgefallen, dass ich in den letzten Sätzen nicht gegendert habe. Und das war Absicht, denn dieser Homo economicus kommt historisch aus einer Zeit, in der es tatsächlich fast nur die Männer waren, die als wirtschaftliche Akteure außerhalb des Hauses aufgetreten sind. Und wenn man in die historischen Quellen schaut, dann ist klar, dass das Männer waren, die umgeben waren von Frauen oder auch von Dienern, Sklaven, wenn man ganz weit zurückgeht, die all das gemacht haben, was heute unter Pflegearbeit und soziale Berufe fallen würde. Es gab vor einigen Jahren ein Buch einer feministischen Ökonomin mit dem Titel Who Cooked Adam Smith's Dinner? Also wer hat Adam Smith das Abendessen gekocht? Und die Antwort ist, Adam Smith war lebenslang Junggeselle und lebte fast sein gesamtes Leben lang mit seiner Mutter und mit einer Cousine, die den Haushalt geführt haben. Das heißt, auch da gab es durchaus Menschen, Frauen, die diese Art von Arbeit jetzt im Privathaushalt da gemacht haben. Und wenn man von diesem Menschenbild des autonomen Homo economicus ausgeht, dann ist es auch naheliegend, dass man zu einem bestimmten Gesellschaftsbild kommt, in dem nämlich die Wirtschaft zuerst aus dem Markt besteht und dann diese männlichen Individuen sich treffen, während die Frauen im privaten Bereich bleiben und Pflegearbeit eigentlich nur ein Nachgedanke ist. Und natürlich funktioniert das in der heutigen Welt mit der Familienarbeit nicht mehr so wie vor 100 oder 200 Jahren. Aber dieses Bild, dass die Pflegebereiche, die soziale Arbeit, dass das irgendwie so ein lästiger Nebenbereich ist, wo man jetzt tatsächlich auch noch was bezahlen muss, am Ende mit staatlichen Zuschüssen oder so, dieses Bild ist trotzdem noch sehr präsent. Erst der Markt und dann Familie und Gedöns. Sie kennen das Zitat sicher. Wenn man dieses Menschenbild ablehnt, dann sieht das Bild komplett anders aus. Dann sind nämlich alle Menschen, inklusive der nicht behinderten, niemals kranken Männer, die da in diesem Bild vorkommen, in erster Linie und zuallererst abhängig. Wir sind abhängig von der Zuwendung anderer, sei es in Form von direkter Pflegearbeit oder auch sei es in Form von im Markt gekauften Produkten und Dienstleistungen
ohne die niemand von uns auch nur ein paar Tage überleben könnte. Und sich diese Art von Abhängigkeit einzugestehen, das scheint für manche Menschen psychologisch etwas schwierig zu sein. Die werden vielleicht lieber komplett unabhängige Robinson Crusoes. Das ist auch so ein Vergleich, der mit dem Homo economicus gezogen wurde. Aber selbst Robinson Crusoe musste als Kind natürlich erstmal gepflegt werden, musste eine Sprache lernen, musste bestimmte grundlegende Fähigkeiten erlernen. Das heißt, ein realistischeres Bild ist eines, in dem da zuerst die Gesellschaft ist, in der alle möglichen Formen von gegenseitiger Zuwendung und Pflege und sozialer Arbeit erfolgen. Und erst dann kann überhaupt ein Markt darauf aufsetzen, in dem sich einigermaßen autonome Individuen dann ihrem Gewinnstreben zuwenden können. Also in diesem Sinne könnte man wirklich sagen, alles Marktgeschehen ist radikal davon abhängig, dass Pflegearbeit und die Arbeit in sozialen Berufen und vielleicht noch eine Reihe anderer Tätigkeiten stattfindet. Das führt jetzt zu der Frage, was macht Arbeit denn sozial im Markt und auch anderswo? Wenn man dieses zweite, realistischere Bild vom Mensch als einem grundsätzlich abhängigen Wesen zugrunde legt, dann kann man die Frage nach sozialer Arbeit auch mal umdrehen. Wir brauchen alle unglaublich viel soziale Arbeit, die uns gegenseitig hilft, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wieso sollten wir denn eigentlich akzeptieren, dass es in unserer Gesellschaft irgendwelche Formen von Arbeit gibt, die nicht sozial sind? Das Gegenteil von sozialer Arbeit wäre dann eigentlich asoziale Arbeit. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber 2013 hat David Graeber, der inzwischen verstorbene Anthropologe, den Begriff Bullshit-Jobs geprägt. Und er meinte damit Jobs, die selbst bei denjenigen, die sie ausführen, nicht zu der Meinung führen, dass man was sozial Sinnvolles tue. Also wo Leute selber der Meinung sind, die Welt wäre eigentlich besser, wenn ich meinen Job hier nicht machen würde. Also zum Beispiel Anwälte, deren Job im Wesentlichen daraus besteht, Steuern von Konzernen zu minimieren. Und Graeber hat diesen Begriff in die Welt gesetzt, in einem kleinen Essay im Internet, und wurde dann mit Zuschriften regelrecht überrannt, weil offenbar sehr viele Leute der Meinung waren, dass ihr Job tatsächlich in diese Kategorie Bullshit-Job fällt. Und trotzdem werden viele dieser Jobs in Märkten ausgeübt und teilweise auch in der öffentlichen Verwaltung, gab zumindest Beispiele, die Graeber dann in weiteren Texten diskutiert hat. Und teilweise sind diese Jobs extrem hoch bezahlt. Da liegt offenbar einiges im Argen. Natürlich muss es nicht überall ganz so drastisch sein. Zumindest dann nicht, wenn Märkte gut reguliert sind und wenn die Frage, welche Arbeit denn überhaupt in Märkten ausgeübt werden sollte und welche nicht, sinnvoll entschieden wird. Die Arbeit oder die Art und Weise, wie Arbeit, die in Märkten ebenfalls sozial im Sinne von der Gesellschaft irgendwie nützlich sein kann, das ist, dass auch in Märkten Tätigkeiten und Produkte angeboten werden können, die für diejenigen, die von ihnen profitieren, wirklich sinnvoll und nötig sind. Und was Graeber mit diesem Bullshit-Job-Begriff besonders angreift, das sind einerseits Fälle von sehr schlecht regulierten oder gar nicht regulierten Märkten oder Fälle, wo bestimmte Gruppen in der Gesellschaft über so viel mehr Kaufkraft verfügen als andere, dass Jobs entstehen, die nur dazu dienen, bestimmte Luxuswünsche zu befriedigen, wenn andere Gruppen möglicherweise zu wenig Einkommen haben, um überhaupt nur Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und je ungleicher eine Gesellschaft wird, desto größer kann potenziell diese Lücke werden zwischen dem, was im Markt angeboten wird und den entsprechenden Jobs und dem, was man als gesellschaftlich nützliche und in diesem Sinne soziale Arbeit beschreiben könnte. Und es ist oft so, dass die Organisation von Tätigkeiten im Markt als effizienter gepriesen wird. Das sei irgendwie sinnvoller als staatliche oder andere Formen von Organisationen. Aber da muss man immer, denke ich, sehr genau hinschauen. Effizient für wen und möglicherweise auch auf wessen Kosten. Denn in Märkten ist der Grundgedanke ja, dass Menschen Geld verdienen wollen. Und das kann dann zu allen möglichen Verzerrungen führen, die nicht auftreten würden, wenn sie die Tätigkeit, mit der sie dann eben Geld verdienen wollen, aus einer intrinsischen Motivation heraus ausüben würden, weil sie wirklich das erreichen wollen, was dieser Tätigkeit zugrunde liegt. Es kann dann zum Beispiel dazu führen, dass Marktakteure zu allen möglichen Tricks greifen,
um zum Beispiel Produkte und Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau zu bringen, die eigentlich niemand braucht. Und deswegen ist gesetzliche Regulierung von Märkten, zum Beispiel im Bereich der irreführenden Werbung, auch so wichtig. Wenn man sich jetzt das Verhältnis von sozialen Berufen und Märkten, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, anschaut, dann sieht man, dass es da doch einiges an Gefahren gibt. Und ich möchte auch auf einige Alternativen kurz eingehen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten wurden ja sehr viele Tätigkeiten, die historisch anders organisiert waren, dem Marktprinzip unterworfen. Und auch viele der Tätigkeiten, die heute eben als soziale Berufe zusammengefasst werden. Marktprinzip kann dabei entweder heißen, dass die entsprechenden Organisationen wirklich direkt im Markt agieren müssen und dann zumindest ihre Kosten decken müssen. Oder aber, dass in staatlichen oder semistaatlichen Institutionen so eine Art Marktsimulation stattfindet, in dem zum Beispiel bestimmte Kostenparameter eingeführt werden, mit dem Gedanken, dass dann ein gewisser wettbewerbsartiger Druck entsteht und die Organisationen miteinander in so einer Art simulierten Wettbewerb stehen und dass das irgendwie die Effizienz steigern würde. Das Problem ist, wenn diese Märkte oder Marktsimulationen dann da sind, dann ist nicht unbedingt klar, dass die wirklich das honorieren, was in der sozialen Arbeit wirklich erforderlich ist. Denn Märkte schaffen oft nur eine relativ grobe Übereinstimmung zwischen den Bedürfnissen und den Angeboten. Und das ist natürlich, wenn es bei sozialer Arbeit um oft wirklich sehr lebenswichtige Produkte und Dienstleistungen geht, oft nicht ausreichend. Da reicht so eine grobe Übereinstimmung nicht. Für diejenigen, die in solchen Organisationen arbeiten, schafft das oft eine ziemlich schwierige Situation, praktisch, aber auch psychologisch. Denn einerseits wollen sie sich am Sinn ihrer Tätigkeit orientieren. Sie wollen gute soziale Arbeit machen. Und andererseits sind sie Kostenzwängen ausgesetzt und ihre Arbeit wird anhand irgendwelcher kalter Zahlen und Parameter bewertet, die überhaupt nicht die Vielfalt der Individuen und ihrer Bedürfnisse widerspiegeln. Und das führt dann oft dazu, dass Menschen in sozialen Berufen versuchen, durch Mehrarbeit und zusätzliches Engagement irgendwie diesen Spagat zu bewältigen. Aber letztlich bedeutet das, dass systemische Probleme und auch letztlich die Frage, wie viel Geld wir als Gesellschaft für diese Bereiche ausgeben wollen, auf Individuen abgewälzt werden. Das ist nicht besonders fair und es ist auch nicht besonders nachhaltig, denn es führt zu Erschöpfung, zu Burnout. Und dazu, dass Menschen, die eigentlich wunderbare Pflegerinnen, Kindergärtner, Sozialarbeiter, was auch immer wären, diese Berufe dann verlassen. Ich denke, dass wir da einen fundamentalen Wandel brauchen, was die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Berufe angeht. Und deswegen sind diese Fragen, die ich anfangs gestellt habe, so wichtig. Was ist denn das zugrunde liegende Menschenbild? Und welcher Stellenwert wird soziale Arbeit im Vergleich zu anderen Formen von Arbeit eingeräumt? Und ich denke, wir müssen dieses falsche Bild vom atomistischen, selbstständigen Individuum, das dann irgendwie so als Leistungsträger konzipiert wird, aus den Köpfen der Leute vertreiben, durch Argumente, durch Überzeugungsarbeit, weil dann auch der politische Wille entstehen kann, mehr Steuergeld für soziale Arbeit in die Hand zu nehmen. Und ich finde es eine sehr, sehr interessante Frage, ob sich da durch Corona was verändern wird. Ich hoffe es sehr, dass es da wirklich zu einem Einsichtsschub gekommen ist, aber das wird man wahrscheinlich erst am Ende der Pandemie sehen können. Wenn man derartige Vorschläge macht, dass doch mehr Geld für diese Bereiche ausgegeben werden sollte, dass das nicht alles über Märkte organisiert werden sollte und so weiter, dann wird man oft mit einem Einwand konfrontiert, den man ernst nehmen sollte, aber auch nicht zu ernst. Und das ist der Einwand, dass es doch irgendeine Form von Kontrolle bräuchte. Und das sei es doch, was der Markt lieferte. Kosteneffizienz durch wettbewerbliche Kontrolle. Und deswegen sei es doch trotzdem irgendwie besser, wenn man Märkte oder so marktartige Anreizsysteme in den Bereichen der sozialen Arbeit weiterhin walten lässt. Was kann man darauf jetzt sagen? Ich denke, einerseits kann man sagen, dass es überhaupt nicht so klar ist, dass diese angebliche Kosteneffizienz wirklich immer erreicht wird. Ein Beispiel, was in der Literatur viel diskutiert wird, ist das amerikanische Gesundheitssystem. Das ist eines der am stärksten marktbasierten Gesundheitssysteme und gilt aber weithin unter Gesundheitsökonomen und Ökonominnen anhand verschiedener Indikatoren als relativ ineffizient, wenn man sich dann mal die Ergebnisse im Sinne von Lebensdauer, Gesundheit und so weiter anschaut. Und wenn man da anfängt, länger drüber nachzudenken, ist das eigentlich auch nicht so verwunderlich, denn in Märkten müssen die Kundinnen und Kunden ja wissen, was sie brauchen und was sie wollen.
während Patientinnen und Patienten das oft gerade nicht können. Und wenn dann die Unternehmen hauptsächlich gewinnorientiert agieren, dann können die auch ziemlich in die Irre geführt werden, was sie denn jetzt wirklich nötig haben und was vielleicht auch nicht und was die sinnvolleren Maßnahmen wären. Und man hat hier natürlich ein sehr, sehr kompliziertes Geflecht aus Individuen, Krankenkassen, Gesundheitsinstitutionen, in dem sehr, sehr viele Interessenskonflikte vorliegen, die dann zu höheren Kosten führen können, weil es eben doch nicht so der reine Markt ist, wie ihn die Lehrbücher modellieren würden. Das ist eine Antwort. Eine andere Antwort ist aber, die finde ich noch wichtiger, und das ist was, wo ich denke, dass wir weiter dran denken und experimentieren sollten. Wenn man sagt, wir wollen hier nicht den Markt kontrollieren lassen, muss man ja nicht sagen, es soll keinerlei Kontrolle geben. Und ich würde den Kritikerinnen und Kritikern an der Stelle durchaus zugestehen, dass wir irgendwelche Formen von Kontrolle durchaus brauchen. Aber es ist nicht gesagt, dass das dann unbedingt Märkte sein sollten. Und das ist was, wo wir viel kreativer, glaube ich, noch werden könnten, wie man sinnvolle Formen von Accountability, von Haftung, von Verantwortungsübernahme finden kann, die aber trotzdem der Sache gerechter werden, als das oft mit so marktartigen Strukturen passiert. Zum Beispiel gibt es Formen von Kontrolle, die viel stärker dialogische Elemente enthalten, sodass die Individuen und die Institutionen, die da einer Kontrolle unterzogen werden sollen, erklären können, wie die Zahlen zum Beispiel zustande gekommen sind, unter welchen externen Zwängen sie operieren, wo Veränderungen nötig wären, damit sie ihre Aufgaben besser erledigen könnten. Ich war zum Beispiel neulich in einer Visitationskommission, das ist im niederländischen Unisystem eine regelmäßige Einrichtung, da wird eine Kommission zusammengestellt aus Fachleuten, die dann andere Fakultäten im eigenen Fach besucht. Da gibt es einen Bericht. Natürlich werden da auch die Zahlen betrachtet, wie viel wird publiziert und so weiter. Aber dann gibt es vor allen Dingen Gespräche. Und dann können diejenigen, die da kontrolliert werden sollen, auch einfach erklären, wie die Entwicklungen zustande gekommen sind. Was ist da wirklich passiert? Was steckte da dahinter? Unter welchen Sachzwängen haben sie operiert? Und mit solchen Methoden kann man auch arbeiten, und das wird ja auch in vielen Bereichen eingesetzt. Und ich glaube, wenn man sagt, wir brauchen weniger Markt, dann sollte man sich verstärkt der Frage zuwenden, wie können wir sinnvolle Formen von Feedback und von eben so Verantwortlichkeitsmechanismen, Accountability sagt man im Englischen, schaffen, ohne damit diese Arten von Zwängen auf die Betroffenen auszuüben, die oft durch solche Märkte oder Marktsimulationen entstehen. Was mir ganz wichtig scheint in dem Bereich, ist, dass man auch die Stimmen der unterschiedlichen Beteiligten mit ins Boot holt. Also wieso sitzen in den Aufsichtsräten von Klinikkonzernen eigentlich keine Vertreterinnen oder Vertreter von der Patientenseite? Und generell scheint mir, dass die Mitsprache der Betroffenen in diesem Bereich unglaublich wichtig ist. Wenn man soziale Systeme nach dem Marktprinzip organisiert, dann ist der wichtigste Feedback-Mechanismus das, was in den Sozialwissenschaften Exit heißt, also abstimmen mit den Füßen. Und in gewisser Weise sehen wir das ja auch insofern in bestimmten sozialen Berufen, als es jetzt ja immer wieder Meldungen darüber gab, dass doch eine ganze Menge von Leuten diese Berufe auch verlassen, weil offenbar die Bedingungen untragbar für sie sind. Und dieser Begriff des Exit, der kommt von einem Sozialwissenschaftler, Albert Hirschmann, der hat ihn immer kontrastiert mit einem alternativen Prinzip, nämlich Voice. Also die Möglichkeit, die Stimme zu erheben, sich einzubringen, Kritik zu üben, möglichst schon bevor die Dinge wirklich am Brennen sind. Und ich denke, die Voice der Betroffenen und der Beteiligten im Bereich der sozialen Berufe zu stärken, mehr Mitsprachemöglichkeiten zu schaffen, das dürfte ein ganz wichtiger Baustein dafür sein, hier bessere Formen zu finden, wie man diese Bereiche organisieren kann, ohne auf den Markt und irgendwelche Fiktionen von komplett autonomen Individuen sich verlassen zu müssen. Ganz herzlichen Dank, und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Ja, liebe Lisa Herzog, vielen, vielen Dank für diesen Impulsvortrag. Und ich kann aus der politischen Praxis nur berichten, dein Zitat, erst der Markt, dann Familie und Gedöns, konnte man auch gut in Bayern beobachten. Der Ministerpräsident Markus Söder hat im ersten Lockdown, bevor er die Spielplätze wieder geöffnet hat, schon ellenlang darüber diskutiert, wann jetzt die Fußball-Bundesliga
ein sehr mächtiger Markt jetzt endlich wieder spielen darf und wann nicht. Also man sieht, dass da Prioritäten unterschiedlich verteilt sind. Also nochmal vielen, vielen Dank für diesen philosophischen Input. Das war ganz wunderbar. Jetzt schalten wir den Kai Klose noch am besten dazu, damit wir in unsere kleine Panel-Diskussion kommen. Und ich kann Sie nochmal gerne aufrufen, wenn Sie Fragen an unsere beiden ExpertInnen haben, dann bitte schreiben Sie das in den Chat. Ich monitore das parallel. Aber fang vielleicht mal mit einem Thema an, was Sie beide angesprochen haben. Und das ist das Thema, dass gerade in sozialen Berufen, obwohl Menschen voller Freude diesen Beruf mal erlernt haben, ihn irgendwann verlassen werden. Da haben Sie, Frau Lisa Herzog, gesagt, das Thema Voice wäre doch ein wichtiges Mittel. Wenn ich jetzt als Politikerin Sie frage, was würde das denn in der Praxis bedeuten? Also die Stimme der Zuständigen zu hören. Gibt es da Forschung oder Beispiele, wo man sagen kann, wenn im politischen Raum dieses oder jenes gemacht werden würde, würde die Voice stärker zu hören sein? Ich glaube, das kann sehr viele Formen annehmen. Und ich bin auch nicht ein Fan von so One-Size-Fits-All-Lösungen, weil ich glaube, dass die Situationen sehr unterschiedlich sind. Aber es ist ja schon auffällig, dass zum Beispiel die gewerkschaftliche Vertretung in dem Bereich zumindest jetzt in der Öffentlichkeit nicht so laut ist wie in manchen anderen Bereichen. Also das wäre ein Punkt. Das macht jetzt nicht die Politik direkt, aber Politik kann ja vielleicht gewisse unterstützende Schritte leisten. Eine andere Form, die ich sehr, sehr spannend finde in dem Bereich, das ist, dass im Pflegebereich oder generell in sozialen Berufen auch über andere Geschäftsmodelle, andere Formen von Firmen nachgedacht wird. Es gibt zum Beispiel Stiftungsmodelle oder genossenschaftliche Modelle, Kooperativen, wo wirklich die Arbeitenden dann selber viel stärker auch in die Leitung mit eingebunden sind. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die man stärker fördern könnte. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich bin keine Expertin für die empirischen Details der deutschen sozialen Berufe, aber ich weiß so aus Zeitungswissen und von Bekannten und so, dass es da ja unglaublich komplexe Strukturen und sehr viele Beiräte und sonst wie gibt. Aber ich frage mich, ob man da nicht auch noch viel stärker diejenigen, die die Arbeit machen, auch mit reinholen könnte. Und wichtig dafür wäre, glaube ich, dass man das nicht als eine Zusatzaufgabe den Leuten aufbürdet, sondern dass dafür dann auch entsprechend Freistellungen erfolgen müssen. Denn gerade weil das ja auch oft Frauen sind, die noch privat zu pflegende Angehörige, Kinder und so weiter haben, kann man nicht davon ausgehen, dass man sagt, jetzt bitte engagiert euch auch noch hier in all diesen Gremien und opfert noch eure Abende für sowas, sondern das muss wirklich als Teil der Arbeitszeit auch mit ernst genommen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt vorwärts wäre. Ja, vielen Dank für die Konkretisierung. Da habe ich jetzt unseren pflegepolitischen Sprecher im Ohr, der immer über die Pflegekammer schwärmt, wo sich nämlich dann Leute in den Bereichen auch organisieren und einen Raum und eine Stimme bekommen, buchstäblich The Voice sozusagen hernehmen können, um sich für ihre Belange auch deutlich sichtbar und hörbar zu machen. Lieber Kai, du hattest in deinem Vortrag auch auf das Thema angesprochen und hast gesagt, ihr in Hessen wollt auch aussteigen. Aussteigerinnen und Aussteiger wieder zurückgewinnen. Das wäre ja genau auch so ein Punkt, was Lisa auch gerade gesagt hat. Es ist doch schade, dass Menschen, die diese hochanspruchsvolle Profession gelernt haben, dann auf einmal aufgrund von Stress, Druck, schlechter Bezahlung und Co. aus diesem wichtigen Feld verabschieden. Was macht ihr in Hessen oder was sind eure Ideen, um Aussteigerinnen und Aussteiger wieder zurückzuholen? Und ich ergänze die Frage, und was macht ihr, dass sie möglich erst gar nicht gehen? Weil das wäre ja Step Number One. Ja, das ist natürlich genau die Gretchenfrage, die wir uns ja überall stellen, ne? Wie machst du am Ende diese Berufe auch so attraktiv, dass nicht mehr so viele Menschen sie vorzeitig verlassen, weil einfach die Balance zwischen der Belastung, die Ausübung des Berufs mit sich bringt und auf der anderen Seite auch der persönlichen Befriedigung, aber eben auch der Entlohnung, die da auch ein Faktor ist, damit die wieder stimmt. Und ich glaube, das wird kein Prozess sein, wo du jetzt sagen könntest, hier ist das Rezept, wenn wir das machen, kriegen wir das sofort hin. Ich habe einen Baustein genannt, was die
neuen Kräfte angeht, also die Ausbildung dann auch so attraktiv zu machen, dass sie von Anfang an auch mit einer Vergütung versehen ist und so dafür zu sorgen, dass wir viele, möglichst viele neue Menschen auch dafür gewinnen können. Aber die Frage, diejenigen zu halten, die wird sich richtig intensiv stellen, gerade wenn wir jetzt ans Ende der Pandemie kommen. Weil wir ja im Moment häufig erleben, dass Menschen auch sagen, also ich erlebe das auch im Dialog gerade mit den Kräften, beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen, die sagen, wir beißen jetzt die Zähne zusammen, die Bedingungen waren schon vorher nicht gut, personell und auch von der Entlohnung her bei uns, aber wir beißen jetzt die Zähne zusammen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, für die wir mit verantwortlich sind, für die PatientInnen, aber danach muss sich was ändern, sonst kann ich das auch nicht mehr mit mir selber vereinbaren, obwohl ich meinen Beruf gerne mache. Da sind wir im Austausch natürlich mit den berufsständischen Vertretern, mit den Gewerkschaften, mit den, aber auch natürlich mit den Arbeitgebern. Aber ich kann ja im Moment da jetzt noch nicht hier sozusagen das Patentrezept liefern. Glaube aber, also Pflegekammer ist halt ein Thema. Ja, hier in Hessen wurde auch eine Befragung gemacht für eine Pflegekammer. Das war noch unter meinem Vorgänger und da gab es eine knappe Mehrheit derjenigen, die gefragt wurden, für die die gewesen wäre, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und das erleben wir halt leider auch nicht nur in Hessen, auch in anderen Ländern. Ja, ja, aber da, lieber Kai, sprichst du ja eigentlich genau das Gleiche an, was Lisa auch gesagt hat, das Thema Mitbestimmung, das Thema die Stimme zu erheben, gehört zu werden, weil man nun mal vor Ort am besten weiß, wo der Schuh drückt, ist absolut entscheidend und darum freut es mich zu hören, dass ihr in Hessen so einen intensiven Dialog auch führt, damit eben das möglichst nicht passiert, dass nach Corona alle sich sozusagen alle Viere von sich strecken und sagen, bei allerbesten Willen, jetzt geht es wirklich nicht mehr, sondern dass Politik die Rahmenbedingungen schafft, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, um dann, damit die Menschen mit ihrer hohen Expertise auch in dem Bereich weiterarbeiten. Da passt ganz gut die eine Frage, die gerade im Chat reingekommen ist. An Lisa Herzog geht die Frage, an welchen Stellschrauben muss staatliche Regulierung des Marktes konkret ansetzen, um die derzeitige Situation zu verbessern? Ja, auch da befürchte ich, es gibt sehr viele und man müsste vermutlich jetzt wirklich auf die einzelnen sozialen Berufe im Detail schauen. Ich glaube, die generelle Bewertung dieser Arbeit wird einfach komplett unterschätzt und vielleicht auch noch ein Satz dazu, was da auch das Problem der Interessensvertretung oft zu sein scheint. Ich glaube, diejenigen, die in diesen Berufen arbeiten, die wären oft auch nicht bereit, zum Beispiel dann zu streiken oder nur in sehr begrenztem Maße, weil sie ja damit dann diejenigen, um die sie sich kümmern müssen, ihrem Elend überlassen würden. Also das ist sogar an der Uni so, wenn darüber diskutiert wird, was müsste da passieren, dass es dann heißt, ja, wir können noch nicht unsere Studis im Regen stehen lassen. Und das ist sozusagen ein Nachteil der sozialen Berufen, wenn man so das politische Gewicht und die Machtverhältnisse anschaut. Konkrete Stellschrauben. Ich glaube, es müsste generell einfach, es müsste viel mehr Geld in die Hand genommen werden. Ich glaube, dieses Fallpauschalensystem, wie gesagt, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber nach dem, was ich höre und lese darüber, müsste das sehr, sehr grundsätzlich überarbeitet werden und auch mit der offenen Frage, ob das überhaupt beibehalten werden sollte oder ob man nicht zurückgehen sollte dazu, dass man viel stärker auch einfach die Grundkosten dieser Institutionen deckt und dann vielleicht noch so ein bisschen guckt, okay, wo gibt es spezifische Bedürfnisse und so, aber nicht von vornherein sagt, wir versuchen zu tun, als könnten wir das wie so einzelne Marktprozesse abhandeln, wo jede einzelne Ware sozusagen einen bestimmten Preis hat. Denn das ist einfach in komplexen Prozessen, zum Beispiel in Kinderkrankenhäusern oder so, extrem schwierig, da einen Betrag dann auf jede einzelne Tätigkeit zu setzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Denken immer in Zahlen, in Prozessen und so für viele Betroffene doch auch ein Teil auch mit dieser Belastung ist, weil das eigentlich davon ablenkt, was man dann jetzt eigentlich wirklich tun müsste. Aber das ist natürlich der Bereich Krankenhäuser und im Bereich Jugendarbeit und so ist es dann wahrscheinlich doch wieder anders. Deswegen gesagt, ich glaube, es gibt nicht die eine Stellschraube, außer die Bereitschaft, hier sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen und diese Dinge wirklich als das ernst zu nehmen, was sie sind, nämlich die Grundlage dafür, dass Wirtschaft im landläufigen Sinne dann überhaupt stattfinden kann,
weil die Gesellschaft diese grundsätzlichen sozial notwendigen Aufgaben erledigt hat. Ja, das war, glaube ich, auch nochmal gut auf den Punkt gebracht, warum eine Stärkung der sozialen Berufe im Endeffekt uns allen, der gesamten Gesellschaft nutzt und wie Kai Klose sagt, soziale Berufe ja eigentlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch vorantreiben und zusammenhalten buchstäblich und dass wir deswegen natürlich dafür sorgen müssen, dass die Rahmenbedingungen bestmöglichst von Seiten der Politik gestaltet werden. So, wir gehen am Ende von der Podiumsdiskussionsrunde, aber ich habe noch zwei Fragen, eine an Kai und eine an Lisa, die würde ich noch gern stellen mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort, damit wir dann in die Workshops gehen. Fangen wir vielleicht mit dem Kai dieses Mal an. Thorsten Schiefen fragt, was bringt Grün wählen bei der Bundestagswahl für soziale Berufe? Auf jeden Fall eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Bedeutung der sozialen Berufe. Das habe ich, glaube ich, auch an dem gezeigt, was wir in Hessen verändert haben, seit wir in Regierungsverantwortung sind. Und ich glaube, das kann ich für die Grünen auch im Bund genauso in Anspruch nehmen. Super, vielen Dank. Und die letzte Frage an Lisa Herzog war von Isabel Kurze. Sie möchte wissen, woher kommt es denn, dass Bullshit-Jobs so gut bezahlt werden? Ist es das höhere Ansehen in der Gesellschaft? Das ist sicher Teil der Erklärung. Ein anderer Teil ist, dass viele dieser Bullshit-Jobs dazu dienen, die Bedürfnisse der Bessergestellten zu befriedigen. Das heißt, da ist einfach die Kaufkraft dafür da. Und das heißt, letztlich, glaube ich, stellen sich da auch sehr tiefgehende Strukturfragen danach, wie ungleich unsere Gesellschaft eigentlich ist. Denn je ungleicher sie ist, desto mehr wird es Bullshit-Jobs geben und desto weniger Geld ist dann möglicherweise eben auch da, um das, was sozial wirklich nötig ist, auch für diejenigen mit wenig Kaufkraft oder keiner Kaufkraft, dass das wirklich auch erledigt wird. Insofern, ich glaube, diese Stärkung sozialer Berufe muss man letztlich auch im Zusammenhang mit der Frage stellen, was für eine Art von Gesellschaft wollen wir denn eigentlich? Wie sieht es mit sozialem Zusammenhalt aus? Ist es akzeptabel, dass dann zum Beispiel 10 Leute dazu dienen, einem Bankmanager irgendwie ein höheres Ansehen zu verschaffen, während anderswo dringend Jugendarbeiterinnen gebraucht werden? Also ich finde, da geht es sehr fundamental darum, in was für einer Gesellschaft wollen wir wirklich leben? Das ist doch ein gutes Schlusswort und eine perfekte Überleitung für unsere Workshop-Phase, nämlich da soll es auch darum gehen, wie soll denn die Gesellschaft aussehen, in der wir in Zukunft leben und was kann vor allem Politik als Rahmenbedingungen dazu leisten. Und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank Ihnen und euch beiden für den spannenden Input, für den Blick aus der Praxis und der Blick der Philosophin. Das war, glaube ich, eine super gute Einstimmung. Ich grüße nach Wiesbaden und in die Niederlande und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir in den noch interaktiveren Teil, nämlich in die Workshop-Phase. Es gibt 4 spannende Workshops, die stelle ich Ihnen kurz vor und dann werden Sie sich sozusagen digital in den nächsten Raum begeben. Wir fangen mit dem Workshop Nummer 1 an. Der trägt den Titel »Wie verbessern wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege?« und Moderator wird unser pflegepolitischer Sprecher Andreas Krahl sein. Wir haben jetzt gerade bei den beiden Inputs ja schon gehört, dass in der Corona-Krise auf einmal Pflegefachberufe plötzlich und sichtbar zu den in der Gesellschaft am meisten geschätzten und wertvollsten Berufe gehören. Für uns Grüne war das übrigens schon vor Corona der Fall. Aber wenn man dann genauer guckt, neben dem irgendwie Applaus und Markus Söder hat noch eine Brotzeit spendiert, ist dann doch nicht so viel mehr passiert. Und wir Grüne setzen uns natürlich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne dort besser werden. Aber wir wollen jetzt in diesem Workshop von Ihnen vor allem hören, was haben Sie denn für konkrete Vorschläge, Dinge, die wir als Grüne noch stärker in den Vordergrund stellen sollen oder einfach Berichte aus der Praxis, wo Sie sagen, wenn wir das ändern würden, würden die Arbeitsbedingungen in der Pflege besser werden. Da freuen wir uns drauf, da freut sich unser Andi Krahl auf Sie. Das ist Workshop Nummer 1. Der Workshop Nummer 2 wird moderiert von Johannes Becher, unserem Sprecher für frühkindliche Bildung. Und der Workshop 2 geht um das Thema bessere Arbeitsbedingungen in Kita, Kinder- und Jugendhilfe. Was braucht es? Wir alle wissen, dass in Kitas, Jugendzentren, Horten, stationären Einrichtungen wird viel, viel mehr geleistet als nur betreut.
Da arbeiten pädagogische Fachkräfte, die bilden, die fördern, die erziehen, die stärken, die kümmern sich um Inklusion, um Integration, die kooperieren mit den unterschiedlichen Trägerinnen und Trägern von der Schule übers Elternhaus etc. etc. Und der Einsatzbereich ist da natürlich unglaublich vielfältig, genauso wie der Ausbildungshintergrund. Es ist also ein sehr anspruchsvolles Berufsfeld und auch dort setzen wir uns Grüne für bessere Rahmenbedingungen und eine Stärkung ein. Auch in dem Bereich freuen wir uns jetzt auf Ihre Rückmeldungen, auf Ihre Expertise, auf Ihre Best Practice und vielleicht auch mal Bad Practice Beispiele, die Sie uns mitgeben wollen in den Bayerischen Landtag, damit wir in dem Bereich noch an Stellschrauben drehen können. Und der Workshop Nummer 3 wird moderiert von Christina Haubrich, unserer gesundheitspolitischen Sprecherin, und Kerstin Zelina, sie ist bei uns für die Sozialpolitik zuständig. Und die beiden behandeln ein Thema, was aus grüner Sicht viel zu wenig im Fokus steht. Der Workshop 3 geht nämlich um das Thema, wie können wir unsere Fachkräfte psychisch entlasten? Im ersten Moment, Kai Klose hat es gerade auch gesagt, ist es ja wohl eigentlich großartig, wie die ganzen Menschen, die in den sozialen Berufen arbeiten, für ihre Patientinnen und Patienten und für ihre Klientinnen und Klienten da sind. Kai Klose hat es ja so formuliert, wir reißen uns jetzt noch zusammen, weil ich will meine Patientinnen und Patienten nicht alleine lassen, aber es gibt es, und aber wir Grüne fragen uns dann immer, wer kümmert sich um die psychische Gesundheit derer, die helfen und derer, die pflegen. Das heißt, aus unserer Sicht müsste auch politisch dort ein viel stärkeres Augenmerk drauf gelegt werden, wie man Fachkräfte psychisch entlasten kann, damit sie diesen hohen Druck, dem sie jeden Tag ausgelastet sind, auch weiterhin gut standhalten können. Und wer jetzt da Lust hat mitzudiskutieren, wer da jetzt Ideen, Anregungen oder Erfahrungsberichte hat, der oder die geht bitte in den Workshop Nummer 3. Und last but not least, Workshop Nummer 4, da geht es um welche klugen Ideen man braucht, um mehr Fachkräfte zu gewinnen, wird moderiert von Thomas Gehring, unserem Vizepräsidenten, und Eva Lettenbauer, der Sprecherin für Frauen, Jugend und Arbeitsmarktpolitik. Und der ist, glaube ich, sozusagen der Rundumschlag-Workshop, denn wie wir gerade in den Inputs auch gehört haben, ist das ja die große Herausforderung, dass wir zu wenig Fachpersonal in dem wichtigen Bereich der sozialen Berufe haben. Und wir wissen ja alle, dass in diesem Bereich ein hoher Druck, Stress, aber gleichzeitig eine unglaubliche Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns vorhanden ist. Und da wollen wir dann mit Ihnen zusammen darüber diskutieren, was haben Sie an Ideen, was gibt es vielleicht für gute Beispiele aus anderen Ländern oder was Sie aus der eigenen Erfahrung kennen, wie wir mehr Menschen dafür gewinnen können, auch Männer, in diesem Bereich aktiv zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen, das zu studieren, um so eben am gesellschaftlichen Zusammenhalt teilzuhaben. Das waren die 4 Workshops, die ich Ihnen vorgestellt habe. Die Kolleginnen und Kollegen sitzen schon in den digitalen Räumen und freuen sich auf Sie. Die digitalen Räume sind auch schon freigeschaltet, aber wie bei einem echten Workshop, wenn wir hier im Landtag wären, braucht man auch mal kurz eine Pause, um sich zu strecken und zu recken, vielleicht sich einen Kaffee zu holen oder ein Stück Kuchen oder einen Apfel oder was auch immer Sie gerne noch essen wollen. Deswegen ist jetzt eine kleine kurze Pause bis 15.15 Uhr. Dann gehen pünktlich die Workshops los. Schütteln Sie sich nochmal, holen Sie sich was zu trinken und ich freue mich dann auf die Diskussion in den 4 Workshops. Viel Freude und Spaß und vor allem gute Erkenntnisse. Herzlich willkommen zurück aus den Workshops. Ich habe schon gehört, es wurde eifrig diskutiert, viel ausgetauscht und meine Kolleginnen und Kollegen haben viel mitgenommen für die Arbeit hier im Bayerischen Landtag. Und da wir uns ja nicht 4 teilen können, sondern jede und jeder von Ihnen und von euch nur in einem Workshop war, haben wir uns gedacht, wir machen noch eine kurze Blitzlichtrunde hier auf der großen Bühne, sodass alle mitbekommen, was in den einzelnen Workshops diskutiert wurde. Und ich bitte als erstes auf die Bühne unseren Andi Krahl, unseren pflegepolitischen Sprecher. Lieber Andi, gib doch mal ein paar Infos. Was habt ihr diskutiert? Wie können wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege
besser machen. Ja, vielen Dank, liebe Katja. Es war beeindruckend, dass wir aus allen Fachbereichen der professionellen Pflege auch Teilnehmende da gehabt haben, von der Altenpflege über die Krankenpflege bis hin zur ambulanten Pflege, alle da gewesen, was einhellig eine Meinung war: Wir brauchen eine echte Generalistik, keine Semikonstrukt, das sich doch wieder in alte Aufteilungen zurückfindet. Wir brauchen deutlich mehr am Personal. Die Personalsituation darf sich nicht weiter verschlechtern, und diese Generalistik, und da können wir leider Gottes alle nichts dafür, aber es muss nachgebessert werden. Diese manifeste Umgestaltung dieses Berufsbild fiel mit der Pandemie zusammen, und genau deswegen war es extrem schwierig, es umzusetzen, und braucht umso mehr Nachbearbeitung und Aufholungsbedarf. Danke, Andi. Das klingt umfangreich und viel, und so wie ich dich kenne, wirst du das alles, hast du noch einen Zettel geschrieben, mitnehmen, und wir tragen das für Sie in den Bayerischen Landtag und machen weiter Druck. Der Workshop 2 wurde von Johannes Becher moderiert. Lieber Jojo, komm doch auch gleich mal auf die Bühne. Und da ging es um das große Thema Kita, Kindergärten, Kinder- und Jugendhilfe und Co. Was waren denn bei euch die Hauptpunkte, die ihr gemeinsam diskutiert habt? Also ich glaube, zum nächsten Mal war es ein großartiger Workshop. Wir hatten nämlich ein buntes Publikum, Teilnehmende aus verschiedenen Bereichen, die sich auch aktiv eingebracht haben. Das hat mich sehr gefreut. Und das, was die Basic war, ist Qualität an erster Stelle. Eine klare Botschaft an uns, an die Politik: Wir müssen Kinder voranstellen. Ich habe an unseren Dringlichkeitsantrag vom Freitag mehrfach gedacht. Und gerade in dem sozialen Bereich, das ist nicht immer nur, die sind ein bisschen in der Bauecke, sondern da geht es um eine hochwertige Bildungs- und Betreuungsarbeit, die hier geleistet wird. Das ist die Basic fürs spätere Leben. Und so muss man das, glaube ich, auch behandeln. Und dann geht es um Qualität, da geht es um Personalschlüssel, da geht es um pädagogische Qualitätsbegleitung. Wir haben diskutiert über die Frage, braucht es Akademisierung oder braucht es nicht. Aber das sind alles Themen unter dem Motto Qualitätsentwicklung. Und bei der Großtagespflege, die ich schon auch nochmal betonen möchte, da haben wir Potenziale, die auch zu schöpfen sind. Und da gibt es teilweise juristische Probleme, auch bei der höchstpersönlichen Zuordnung in der Großtagespflege wurden explizit angesprochen. Und die müssen gelöst werden auf Bundesebene. Das habe ich schon weitergegeben, aber kann ich gern von dem Sozialkongress auch nochmals an die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag weitergeben. Insofern, sehr schöner Workshop, hat mich gefreut. Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank, lieber Jojo, für die knappe und gute Zusammenfassung. Wir sind ja als Landtagsfraktion froh, dass du unser Sprecher für frühkindliche Bildung bist. Und deswegen ist für uns Grüne auch klar, in dieser Pandemie haben Kinder und Jugendliche Vorrang. Erwachsene können und müssen mehr schultern. Und auch dafür werden wir uns weiter stark machen. Jetzt kommen wir zum Workshop Nummer 3. Ich bitte gleich mal Christina Haubrich und Kerstin Selina auf die Bühne, unsere gesundheitspolitische und sozialpolitische Sprecherin. In diesem Workshop ging es um das wichtige Thema psychische Gesundheit von denen, die helfen und die unterstützen und pflegen. Und da bin ich jetzt natürlich mal gleich gespannt, was habt ihr diskutiert? Ja, das Thema psychische Gesundheit ist ja gerade in den helfenden Berufen oft immer noch ein Tabuthema. Von daher war es echt toll, mit welcher Offenheit wir in unserer Diskussion da vorangekommen sind. Und wir haben wirklich nochmal ganz wichtige Anregungen mitbekommen, was an dieser Stelle wichtig ist, vom Thema Selbsthilfe über das Thema betriebliche Gesundheitsvorsorge, Prävention, aber auch natürlich das Thema Wertschätzung war ein ganz wichtiger Punkt, der ja nicht nur in Form von Geld sich ausdrückt, sondern sich eben auch so ausdrücken kann, wie stark der Arbeitgeber sich zum Thema psychische gesundheitliche Vorsorge eben positioniert. Wir haben ganz viele Impulse mitgenommen, wir haben schon viel zu dem Thema gemacht und wir werden auch weiterhin alles einbringen, was wir nur können. Kerstin, möchtest du noch was ergänzen? Ja, Selbsthilfe war groß im Raum. Wir hatten Leute vom Dachauer Hinterland mit 400 Einwohnern bis zu der fast schon Großstadt mit 6000 Einwohnern in Unterfranken. Viele Teilnehmer aus Unterfranken auch. Und spannend daran war, dass natürlich Selbsthilfe im ländlichen Raum ganz anders funktioniert als in München in der Großstadt, wo uns Teilnehmer sagten, da haben wir halt die Ressourcen. Was bedeutet es? Thema Digitalisierung. Da sind wir wieder beim Thema, das wir Grüne von Anfang an haben. Wir
brauchen, um Selbsthilfe zu stärken, und brauchen wir eine andere Art von Digitalisierung und müssen überall auf dem Land erreichbar sein und Selbsthilfegruppen bilden können. Und das war so ein Punkt, der war uns ganz wichtig. Schön fand ich auch ein Zitat, das hat die Gruppe der Young Carer, die bei uns dabei war, also der jungen Leute, die für andere Leute Sorgearbeiten übernehmen, die haben gesagt, wir müssen voneinander lernen und füreinander einstehen, und dann geht's weiter. Wow, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung für dieses super wichtige Thema, und ich bin sehr froh, dass ich weiß, dass dieses Thema bei euch beiden hier in unserer Grünen Landtagsfraktion in sehr guten Händen ist. Vielen Dank euch zwei und danke für die Diskussion in dem Workshop Nummer 3. Jetzt kommen wir zum vierten Workshop, und ich bitte gleich mal Eva Lettenbauer und den Thomas Gehring auf die Bühne, denn das war der Workshop mit der Frage aller Fragen, und ich bin jetzt schon gespannt auf die Antworten auf diese große Frage. Und zwar ging der Workshop 4 ja um das Thema, wie gewinnen wir mehr Fachkräfte in diesem Bereich? Ich fange direkt an. Auch bei uns waren es so viele Ideen, die wir hier gar nicht alle nennen können, aber wir haben auch jede einzelne aufgeschrieben und werden sie mitnehmen und weiter verarbeiten. Ich greife mal zwei heraus. Und zwar auf der einen Seite ging es ganz grundsätzlich ganz viel darum, dass es wichtig ist, sich zu organisieren. Ich denke, das ist ein wichtiger Fakt. Große Appelle daran, dass all die Menschen in den sozialen Berufen noch deutlicher und auf jeden Fall deutlich für ihre Interessen und für bessere Arbeitsbedingungen einstehen sollten. Auch die Forderung nach einer Pflegekammer war bei uns noch mal ganz präsent. Das nehmen wir definitiv mit und werden uns dafür einsetzen. Und eben auch den Weg politisch ebnen, weil es geht sicher nicht nur darum, dass jeder und jeder Einzelne kämpft. Und ein zweiter Aspekt, den ich auch ganz besonders noch mal mitgenommen habe, ganz tolle Appelle dafür, dass es wirklich nicht nur eine Herzensarbeit ist und was das man eben gibt und macht, sondern dass es generell darum geht, soziale Berufe als Professionalität, als Profession auch politisch zu begreifen, dafür Werbung zu machen. Und das ist uns wirklich ein großes Herzensanliegen. Da werden wir dran anknüpfen und eben daraus auch ableiten, dass es ganz viele Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen braucht. Das klingt gut. Thomas, was möchtest du noch mit auf den Weg geben? Ja, ich fand schon bezeichnend eine Äußerung einer Teilnehmerin, die gesagt hat, diese Themen diskutieren wir schon seit 30 Jahren. Also es ist nichts Neues und hat sich eigentlich wenig verändert. Und wir haben dann auch über Geld geredet. Und man muss auch über das Geld richtig reden. Es haben viele Teilnehmer gesagt, Geld ist nicht der Hauptmotivator dafür, dass die Leute in diesem Beruf bleiben oder sich in diesem Beruf engagieren. Da geht es um die Belastung, da geht es um die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, im Berufsfeld weiterzuentwickeln, durch Weiterbildung andere Tätigkeiten im gleichen Berufsfeld zu bekommen. Man muss aber auch über Geld reden, zum Beispiel, dass in der Pflege die Pflege keine Rolle spielt bei der Finanzierung. Da hat man dann von Augenhöhe mit den Trägern geredet, und wir haben auch zum Schluss noch die Sicht der Träger gehabt, die sagen, in Ausschreiberbedingungen, die sind so formuliert, dass zum Beispiel kein Mindestlohn verlangt wird, also dass wir so schlechte Preise machen müssen, dass wir den Leuten auch nicht genügendes zahlen können. Und ich finde, wenn wir beim Geld und Struktur sind, dann sind wir eigentlich wieder sehr bei unserer politischen Verantwortung bei diesem Thema. Vielen Dank auch euch beiden für die kurze Zusammenfassung und danke an dieser Stelle an alle, die in den Workshops eifrig mitdiskutiert haben. Wie Sie gerade gehört haben, haben meine Kolleginnen und Kollegen eifrig mitgeschrieben. Einige Dinge haben wir ja hier im Landtag schon angestoßen. Wir nehmen viele neue Impulse mit, die werden Sie dann in unserer parlamentarischen Arbeit hier auch wiederfinden. Und jetzt zum Abschluss ist es mir eine große Ehre und große Freude, nach diesem langen Arbeitstag, intensiven Nachmittag, wo wir einen tollen Input hatten von Kai Klose, der hessische Sozialminister der Grünen, der aufgezeigt hat, dass politische Verantwortung einen Unterschied machen kann, dass ein Ministerium natürlich die Rahmenbedingungen verändern kann, damit soziale Berufe gestärkt werden. Wir hatten einen spannenden Vortrag danach von Frau Professorin Lisa Herzog, die uns auf eine Philosophiereise mitgenommen hat, über den Homo Ökonomicus geredet hat, bei dem niemand genau fragt, wer sich eigentlich bei ihm, meistens ist es ja ein Mann in dem Bild, um Arbeit, um Essen, um Pflege und Co. kümmert, und hat ganz stark dafür plädiert,
dass wir das Thema Mitbestimmung, dass wir das Thema Voice, also die Stimme erheben, nach vorne stellen müssen und sollen, damit die soziale Arbeit, die einen sehr, sehr hohen Wert hat, auch so anerkannt wird. Ich glaube, aus diesen zwei Keynotes konnte man ganz deutlich raushören und mitnehmen, dass soziale Berufe für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt elementar sind. Elementar. Und deswegen ist ja für uns als Grüne Landtagsfraktion dieses Thema auch so unglaublich wichtig. Deswegen schreiben wir Positionspapiere, Gesetzentwürfe, Anträge, Anfragen, veranstalten diesen hier digitalen Sozialkongress. Und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie in den vier Workshops spannend diskutiert haben, haben natürlich auch nochmal Ideen und Punkte gesammelt, was man in den einzelnen Bereichen voranbringen kann und muss. Und ich verspreche Ihnen eins, wir Grüne bleiben mit Ihnen zusammen da selbstverständlich dran. So, und jetzt ist es mir eine große Freude. Wir haben heute so viel diskutiert, dass bis die Köpfe geraucht haben. Wir haben uns verbündet, wir haben Ideen gesammelt. Wir haben darüber geredet, was gut läuft, was noch besser werden muss. Und jetzt, finde ich, ist es Zeit für Kultur. Ich kann Ihnen jetzt also nur empfehlen, lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich auf dem Sofa gemütlich, schließen Sie die Augen, hören Sie zu, genießen Sie, denn ich habe jetzt die wunderbare Ehre, eine Care-Slammerin auf die digitale Bühne zu holen, und zwar Yvonne Falkner. Sie ist Krankenpflegerin und Dozentin für Pflege und Soziales, und die wird uns mal auf eine ganz besondere Reise mitnehmen. Die Bühne ist frei, liebe Yvonne. Danke, hallo. Ja, ich nehme euch mal mit zum Care Slam, und ich habe ja jetzt schon einiges gehört, und ich fasse das mal zusammen in Resonanzräume schaffen. Resonanz ist ein Zustand, in dem zwei oder mehrere Körper und oder Systeme miteinander schwingen. Körper, in denen keine Resonanz erzeugt wird, stehen isoliert. Menschen, die nicht schwingen, verhungern seelisch und fordern auf andere Art und Achtung ein. Strukturen, die nicht mit Menschen schwingen, erzeugen strukturelle Gewalt. In der Pflege, im Sozialen, sind wir darauf angewiesen, mit Menschen in Kontakt zu treten und mitzuschwingen. Doch um in Schwingung zu kommen, benötigt es Raum, Zeit, Fläche und Körper. Doch wollen wir einmal ehrlich sein, wenn wir uns eine Frühschicht in einem Altenheim mit unserer jetzigen Situation anschauen, so entstehen dort kaum oder keine Resonanzräume. Der alte Mensch, der darauf angewiesen ist, dass man sich ihm zuneigt und mit seiner bereits eingesetzten Weltenverlangsamung in Kontakt tritt, wird von effizienzgetriebenen, im Pflegenotstand befindlichen Pflegekräften, die mit emsig schnellen Händen und atemlosen Worten an ihm vorbeihasten, versorgt. Diese Disharmonie erzeugt Verwirrung. Und der alte Mensch wird vermutlich mit einer großen Unruhe die erlebte und aufgenommene Unruhe beantworten und umherlaufen, um einen Ort der Resonanz zu finden. Wir nennen das im Fachjargon Weglauftendenz. Und weil wir uns damit vermutlich selbst auf die Schliche gekommen sind, haben wir Hinlauftendenz daraus gemacht. Doch hat der alte Mensch nicht recht, wegzulaufen, wenn er zuvor erlebt hat, wie wir weggelaufen sind, um diesen Frühdienst zu schaffen? Wir haben keine Antwort gegeben. Und wir sind nicht in Resonanz gegangen. Wie auch. Wir schauen weiter. Wir haben eine Schülerin, eine Auszubildende im Dienst. Sie ist begeistert von all den neuen Eindrücken. Und sie braucht einen intensiven Kontakt und Resonanz zu den Bewohnern, um zu lernen, um eine Pflegepersönlichkeit zu entwickeln. Sie muss regelmäßig näher dran sein am Bewohner, um genaue Beobachtung, Nähe und Distanz zu lernen. Doch wie sieht die Realität vieler Pflegeschüler aus? Sehr früh hören sie: Du musst schneller werden. Bleib nicht so lange bei Herr X und Frau P. Die wickeln dich nur um den kleinen Finger. Und überhaupt, spring noch mal auf den anderen Wohnbereich und versorge und wasche dort schon einmal den Bereich alleine. Sowieso hat sich krank gemeldet. Die Schülerin kann nicht ausreichend in Resonanz treten. Und wir treten nicht ausreichend mit der Schülerin in Resonanz.
Lernen benötigt aber Zeit und das Scheitern und das Weinen, das Gewinnen und die Neugier, das Zweifeln. Doch wir sagen ganz oft, husch, 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 jetzt an dir selbst vorbei. Sagen wir das mit der Nähe und Distanz nicht auch so oft? Weil wir längst wissen, dass wir überwiegend nur noch über Distanz fliegen? Weil uns für die Nähe der Resonanzraum fehlt? Und wir wollen ehrlich sein. Viele Schüler sagen, ich mache nur die Ausbildung fertig, danach nicht mehr. Der Rest macht mich nämlich fertig. Gehen wir weiter. Wir haben einen Chef oder Chefin, Pflegedienstleitung. Sie hat einen BWLer über sich zu sitzen. Nehmen wir einen, der nicht so gut ist, sein Handwerk nicht beherrscht, der von Zahlen getrieben ist und vor den Kostenträgern und der Politik kniet. Einer, der mit einem gewinnenden Lächeln jedes Pflegeproblem und jedes Strukturproblem der Isolierten nicht mit den Menschen in Resonanz stehenden Pflegegesetzen weglächelt. Obwohl sie immer noch bestehen und immer größer werden. Wir haben diesen Chef oder diese Chefin, die sich von diesem Menschen mit diesem Lächeln unter Druck setzen lässt, als wenn jede vollgemachte Inkontinenzhose das Versiegen einer Ölquelle wäre. Und leise und ganz langsam wird das System starr und die Struktur schwingt nicht mehr. Der Ton wird hierarchisch. Die Krankentage steigen an. Die Anrufe, kannst du einspringen, häufen sich. Und der Stationsfunk kommt ins Lästern und einige kämpfen und betteln damit um Resonanz. Einige beginnen Bewohner anzubrüllen und viele kündigen. Doch die Resonanz wird es nicht geben, wenn die Chefin oder der Chef und auch wir nicht mit einem ebenfalls gewinnenden Lächeln dem BWLer und der Politik sagen, hey, das ist unser Orchester, unser Lächeln. Unser Resonanzraum. Und wir wissen, wie es geht. Ihr könnt mit uns arbeiten. Und wir können auch gerne gemeinsam Geld verdienen. Doch erst einmal hört ihr uns zu und lernt das Schwingen. Denn nur wenn wir alle miteinander gehen und unser Selbstbewusst sind, werden wir wieder eine menschliche Pflege anbieten. Der Paradigmenwechsel beginnt in uns und mit uns. Und diese Resonanzräume brauchen wir für eine gesündere Gesellschaft, um für die existenziellen Erfahrungen des Lebens, ob in Moll oder Dur gesungen, einen Raum zu schaffen. Lassen Sie uns in Resonanz gehen. Danke. Liebe Yvonne Falkner, Sie sehen, es ist hier ein großer Resonanzraum, nämlich das war ein wunderbarer Care Slam, Poetry Slam, der auf den Punkt gebracht hat, was im Bereich soziale Berufe verändert gehört und wie viel Herzblut und Liebe und Kraft trotzdem in diesem Berufsfeld und vor allem in den Menschen, die das ausüben, steckt. Also deswegen vielen, vielen Dank von hier, von der Bühne und natürlich auch von zu Hause, von vor den Endgeräten. So, jetzt, danke. Bitteschön. Jetzt bleibt mir zum Abschied nochmal einen großen Dank an alle auszusprechen, die bei dieser Veranstaltung beteiligt waren. Das sind natürlich zum einen erstmal Sie, die hier mitgemacht haben, die sich angemeldet haben, die ihre Ideen mit uns geteilt haben. Aber wie es immer so ist, so einen großen Kongress, den organisiert es nicht alleine. Ich möchte an der Stelle ganz besonders Christina König, unsere Fachreferentin der Grünen Landtagsfraktion, nach vorne heben. Sie hat das top organisiert, wunderbar gemacht. Und an dieser Stelle auch ein großes Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den MDL-Büros von uns allen, die eifrig mitgeholfen haben. Merci und Dankeschön. Und natürlich an die Abteilung Kommunikation der Grünen Landtagsfraktion. Naomi Friedrich, Sandra Welter und Moritz Kienast waren da federführend mit beteiligt, damit hier auch alles rund und knackig läuft. Also auch an euch ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Und an unsere externen Partner Pixel Schickeria und die Live-Co. Veranstaltungstechnik, die für Ton, Bild und für das ganze Technik-Gedöns, sage ich jetzt mal, zuständig waren. Auch hier von unserer Seite vielen herzlichen Dank. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass wir all das, was wir heute erarbeitet haben, mitnehmen werden.
Es wird eine ausführliche Dokumentation geben. Die Fachabgeordneten tragen das, was wir gemeinsam entwickelt haben, in diesen Bayerischen Landtag, in die Ausschüsse, ins Plenum mit Anfragen und Anträgen und Co. Und die offenen Fragen, die noch übrig geblieben sind, die können Sie einfach weiterhin an uns stellen. Wir alle stehen jederzeit für Sie zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind bekannt und wir freuen uns dann, wenn wir Sie beim zweiten Grünen Sozialkongress erneut begrüßen dürfen. Vielleicht haben wir bis dahin Corona überwunden und dann sehen wir uns hier gemeinsam ohne Maske und in der Herzkammer der Demokratie. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Genießen Sie das Wetter. Die Sonne blitzt bei uns hier gerade noch durchs Fenster. Ich hoffe, in Unterfranken, wo ich hörte, wo viele dabei sind, ist das auch noch so schön. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns, wenn wir uns bald an anderer Stelle mal wiedersehen.